Immer dann, wenn ihr denkt, es geht nicht verrückter, dann haben wir noch eine Nummer draufzupacken. Dominik Lachmuth mit dem Monsterkar fährt auf der rechten Bahn gegen Ricky Meisch. Dominieren die 600 Kubik mit 6,6 Sekunden gegen 7,5 für den nächsten Lauf. 606, André Kraus mit Nissan GT-R 3,5 von Exklusiv-Car-Owner. Linke Seite 8,0, rechts 7. Aber an die Leistung hier komme ich nicht ran, hier kommen 850 PS an bei diesem Volvo. Extrembegrenzer, also da muss man viel Attraktion arbeiten. Linke Seite A-Klasse. 708 Marcel Gebhardt mit seinem 6-1er Challenger auf der linken Bahn. GTRG Christian Meyer mit seinem Shelby GT 500. Links 9,8, rechts 8,8 Sekunden. Hier der Hellboy auf der linken Bahn, Daniel Gabrisch mit seinem 6,3 Liter Camaro fährt heute mal mit Beifahrer. Ja, das ist ein Fahrzeug, was ja auch unabhängig können, das Fahrzeug in der Innenstadt zu fahren, ja, mit H-Kennzeichen. Scheiß auf grüne Plakette. 8,8 Sekunden auf 8. Meile. Liter Chevy Nova vom Rock'n'Roll Flying Racing Team aus Kassel. C-Kadett-Kombi mit der Startnummer 601. Ja, im Vorfeld wird hier dementsprechend hart gepokert. Beide haben eingestaged und nun auf zum Finish. Tatsächlich gefahrene Zeit. Die rechte Bahn.